So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren freshen Episode von Pokémon Feuer, grüne Edition, mit mir, dem Regi. Und in der letzten Episode waren wir ja im Team Shocket Hauptquartier stehen geblieben und heute geht's aus dem Team Shocket Hauptquartier weiter. Doch vorher habe ich einiges an Sonderbonks hier und ich denke, eventuell wäre jetzt ein guter Moment, die Sonderbonks zu benutzen, nämlich an unserem Glumanda, aber ich denke, ich werde Glumanda noch ein paar Level eventuell trainieren. Und dann geht's erst weiter. Ich möchte nämlich gerne einen Glutex auch noch haben. Mal schauen, was für ein Sprite das Pokémon dann hat. Und wir wollen hier keine Shilock-Trainer. Was hast du gegen Shilock? Bist du ein Nazi? Okay, das hat irgendwie jetzt keinen Sinn ergeben. Aber trotzdem. Und natürlich wird hier mein Glumanda gecrittet von diesem komischen Ratzfatz. Aber egal, ich habe genug Beleber. Und ich werde sowieso kaum Gelegenheiten finden, in denen ich Beleber benutzen kann. Von daher benutze ich Beleber lieber straight jetzt. Und natürlich greife ich dieses Ratzfatz, bevor es ins Gras beißt, nochmal mit einem Ruckzuckhieb an, um mir natürlich nochmal schön den Tag zu verderben. Scheiß Ding. So, let's do this. Glumanda. Und ich, es ist jedes Mal das Gleiche. Ich bin es gewohnt, wenn ich im Menü auf einmal ein Pokémon auswähle und dann nochmal auf den A-Knopf drücke, dass das Pokémon dann automatisch ausgewählt wird und dann reingeschickt wird. Aber nein, hier ist es so, dass ich dann erstmal in den Statusbildschirm komme. Ja, bisschen uncool. Und nochmal ein Ratzfatz. Was ist das denn? Das ist ein bisschen unnötig, ja, ein bisschen ist gut. Seht ihr, das meine ich. Ich komme jedes Mal an den Schachbildschirm. Aber egal, passt. So, Verfolgung auf Ratzfatz und das war jetzt ein bisschen strange. Normalerweise hätte Verfolgung in den Hauptspielen anders gewirkt. Es hätte jetzt nämlich mein Glumanda getroffen. Was ist das? Ach, ein Level-Up, okay. Glumanda erreicht ein Level-Up und noch ein Ratzfatz. Ja, da habe ich natürlich wieder kein Problem mit. So, gerne. Wir wollen nämlich jetzt unser Glumanda ein bisschen trainieren, damit wir auch mal ein schönes, schickes Glumanda haben. Glutexo haben, Verzeihung. Kann ja sein, dass wir eventuell mal gegen Pflanzen-Pokémon ran müssen. Was machen wir dann? Gute Frage. Ja, und ansonsten, nein! Ich kann das alles in meiner Ratzfatz, aber ihr besiegt hast! Vielleicht hätte ich doch mehr als ein Pokémon entwickeln sollen. Shocket Randlager schickt Radikal in den Kampf. Radikal ist böse. Da muss ich jetzt nämlich sogar straight drin bleiben. Und mit Supertrank auffallen, ne? Was anderes bleibt mir nicht übrig. Wobei, Verfolgung hätte sie nicht K.O.t. Ja, aber es war schneller als ich. Okay, gut. Ich sage jetzt einfach mal nichts. So, einmal ein Surfer, gefolgt von einem zweiten Surfer. Und das war's dann natürlich mit Radikal. Und das ist auch ein Level-Up für Shilock. Yes. So, ansonsten ist der Schwierigkeitsgrad jetzt gerade damit eigentlich ganz gut. So wie es läuft im Moment. Und komm ja nicht auf die Idee, hier rauf zu schnüffeln. Die PCs sind nicht passwortgesichert. Es wäre arg unfair von dir, da jetzt unsere Pläne nachzulesen. Danke für den Tipp. Mal sehen, was sie hier so für Spiele haben. Tetris, Zelda und Pokémon Blau. Nein, danke. Von den Spielen habe ich jetzt erstmal genug. Wow, da ist noch eine Datei offen. Was für eine Datei? Jetzt wird mir einiges klar. Team Shocket hat die Pokéball-Fabrik unter Kontrolle. Kein Wunder, dass man keine Pokébälle kaufen kann. Ja. Das war's? Moment. Gibt es hier nicht noch einen PC? Da gibt es noch einen. Mal sehen, was sie hier für so Spiele haben. Tetris, Zelda, Pokémon Blau. Leider aber nichts mehr Neues. Ja, finde ich jetzt gerade ein bisschen enttäuschend. Da hätte ich mir ein bisschen mehr erhofft. Aber gut, man kann halt nicht immer alles haben, ne? Wir machen weiter. Montag will ich weiter. Und hier gibt es wieder einiges an Item. Unter anderem Top-Genesung. Ein Hypertrank. Ja, mehr ging jetzt nicht, ne? Fehlt noch ein Meisterball oder so. So, was ist das jetzt? Mal sehen, was sie hier so für Spiele haben. Tetris, Zelda, Pokémon Blau. Ne, von den Spielen habe ich genug. Okay. Wo geht's denn jetzt hier aber lang? Da geht's nicht lang. Da ist ein Telefon, da ist ein Stromkasten. Was ist das? Ne, es muss doch ja irgendwo lang gehen. Habe ich vielleicht einen Ausgang vergessen oder so? Oder irgendein Geheimgang? Jetzt irren wir jetzt wieder hier rum. Fehlt auch so ein Passwort? Hast du eventuell ein Passwort? Anscheinend nicht. Da ist auch nichts. Hier oben war auch nichts. Was mit dir? Hast du irgendwas zu sagen? Nee, das war der komische Cosplayer mit seinem Kirlia. Oh. Er ärgert mich jetzt gerade. Kommen wir jetzt wenigstens hier rein? Durch die Tür kommen wir nicht so schnell durch. Okay. Ja, gut. Ich habe jetzt Team Shockets Plan gelesen. Frage ist jetzt, wie geht's hier weiter? Wollen Sie, dass die hier so verschiedene haben? Ja. Ja gut, jetzt wissen wir, dass Team Shocket... Was erzähle ich da eigentlich? Ich frage mich immer noch, wie ich jetzt hier endlich durchkomme. Muss ich vielleicht gar nicht hier rein? Muss ich jetzt vielleicht raus?
Eventuell werde ich gleich das Spiel pausieren, weil ich nicht weiß, wie es weitergeht. Das ist jetzt gerade nämlich sehr uncool. Stein geht unter. Leute, wo geht's jetzt hier lang? Moment, ich bin doch jetzt nicht blind oder so, oder? So, hier gibt es definitiv nichts. So, hier gibt es eine Stahltür, durch die wir aber nicht reinkommen. Jedenfalls nicht so schnell. und sonst? Hier die Seite, da haben wir jetzt diesen Passworttypen umgeändert. Die Pläne am PC haben wir nachgelesen. Was das? Da muss es doch noch mehr geben. Kann doch jetzt nicht sein, dass es alles war. Ja, Tetris, Zelda, Pokémon Blau ist schon gut, ne? Aber hier muss es doch noch irgendwas geben. Kann doch nicht sein, dass es das jetzt war. Als ob. Ich muss jetzt jeden Stein absuchen. Und abtasten. Ach, anscheinend. Oder? Pokéballfabrik? Wo ist denn die Pokéballfabrik? Moment. Industriezone. Gibt's hier. Wo ist denn die Pokéballfabrik? Knoblauchheim, die drei Pfade, Frostbeulen, Siedlung, Siegestraße, Indigo Plateau, alte Villa, da waren wir halt überall schon, da müssen wir nicht noch hin. Mount Cassidy, Polizeihauptquartier. Mir wurde noch dazu geraten, dass ich in Mega Groß City was vergessen habe. Das werde ich dann aber bei Bedarf definitiv nachholen. Ich meine, wir kommen sowieso irgendwann wieder in den Silberwald, denke ich. Und dann können wir das schon regeln. Ich habe gerade tatsächlich keinen blassen Schimmer, wo es lang geht. Ich denke, ich muss mir mal eben was angucken. Und Leute, deswegen sage ich mal, bis gleich. Okay, Leute, anscheinend ist es tatsächlich so, dass wir hier nichts mehr machen können. Das hätte ich mir schon denken können, aber trotzdem ein bisschen komisch, dass wir tatsächlich nichts mehr machen können. Und, wie Senior! Gibt es auch ein Wie Senior? Wenn ihr versteht, was ich meine, und lass mich doch bitte fliehen. Bitte, wie sehen wir? Mach mal keine Faxen hier. Oh nein, guck wieder in den Statusbildschirm. Hör doch mal auf. Geht doch. So, anscheinend können wir hier tatsächlich, wie gesagt, nichts mehr machen, was mich, was ich jetzt gerade ziemlich schade finde. Weil ich dachte schon, wir können jetzt hier endlich mal ein bisschen im Schockelt-Hauptquartier für Action sorgen, aber dem ist anscheinend jetzt nicht so. Naja, gut, egal. Passt schon, wir machen jetzt auf den Weg straight raus aus der Höhle und warum sage ich in letzter Zeit so oft straight? Das ist... Ich bin straight, ja? So, ich glaube, hier geht's raus. Wir können unseren Pokémon gerne nochmal beim Einsiedler heilen lassen. Das wissen wir ja, der macht das gerne. Der mag Team Schockelt ja auch nicht, er will die weghaben, damit er hier wieder seine Insel für sich alleine hat. Und danke, dass du uns den Weg nochmal erklärst, aber aus dem Hauptquartier kommen wir ja gerade. So, und Schutz ist auch noch aktiv, das ist sehr gut. Und auf geht's Richtung Route 4, wohin auch immer. Hier wird es wahrscheinlich wieder nur Tentachas geben, von daher mache ich mir da keine Sorgen, was die wilden Pokémon angeht. Gibt es ja eventuell noch irgendwelche Trainer? Ich weiß es nicht. Wir müssen hier tatsächlich hoch. Okay, Route 5 und... Es regnet. Ziemlich komischer Regen, wenn ihr mich fragt. Achtung, mutierte Pokémon. Oh, jetzt wünsche ich mir natürlich, dass Schutz nicht gerade aktiv wäre. Was ist das? Das ist eine Höhle. Ist hier irgendwas in der Höhle? Oder was ist das generell für eine Höhle? Ich weiß nicht, aber da will ich auch noch nicht rein. Ist bestimmt auch hier wieder voll mit mutierten Pokémon. Aber was gibt's denn hier für mutierte Pokémon? So, hier geht's nicht lang. Das heißt, wir müssen tatsächlich durch die Höhle durch und... Was ist das denn? Was ist das denn? Das sieht aus wie einer meiner damaligen Sprite-Versuche. Wisst ihr, Leute, ich habe damals auch gerne mal ein bisschen rumgespritet. Da habe ich diverse Pokémon fusioniert. So sieht das aus. Es sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. So Zerschneider. Ach fuck, können wir ja gar nicht benutzen, oder? Uns fehlt ja was. Oder? Wir haben den Schneider. Können wir nicht benutzen. Wir können den Bärenschneider nicht benutzen. Was gibt's denn hier sonst noch für mutierte Pokémon? Es gibt den Mutant Z3. Ja, schön, aber gibt's auch noch Mutant Z4 oder Z5? Ah. Wir nutzen aber trotzdem die Situation einfach mal, um ein bisschen zu trainieren. Kann ja nicht schaden.
Und ich meine, bei Regen, dann tut so eine Aquaknarre auch schon sehr weh. Ja, von daher passt schon. So. Und dann schauen wir uns hier weiter. Was gibt es hier sonst noch so für mutierte Pokémon? Ich finde jetzt gerade nur den Mutant Z3. Was ich ein bisschen schade finde. Ein bisschen mehr hätte ich mir schon erhofft an Mutanten hier. Wie gesagt, Mutant Z2 wäre auch eine Möglichkeit gewesen, mich jetzt hier noch ein bisschen zu schocken. Aber wie gesagt, das sieht aus wie einer meiner ersten Spriting-Versuche. Ich habe auch mal so einen Sprite-Wettbewerb auf Pokéfans mitgemacht. Ich glaube, die Sprites habe ich leider nicht mehr. Da habe ich, glaube ich, mal Zengo? Zengo, Lumineon und Roselia habe ich damals fusioniert. Ja, das sah schon verdammt geil aus. Willst du ja damals hier mit meinen epischen Paint-Skills? Und es gibt anscheinend wirklich nur den Mutant Z3 hier, was ich ein bisschen schade finde. Schade. Hätte ich mir ein bisschen mehr von erhofft. Ein bisschen mehr. Boah, was ist denn los mit mir? Wortwiederholungen über Wortwiederholungen. Das gäbe in meiner Deutschklausur hier die ganze Zeit WH. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung! Dann eigentlich auch. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung! So, Schneepika, komm du mal rein als Death-Roller. So, kassierst einen Tackle. Ja klar, jetzt in der Situation reißt du natürlich mal mit Tackle an. Ah, warum nicht? Kann man auch mal machen. Und nochmal die Aquaknarre. So, viel Erfahrungspunkte gibt das jetzt auch noch für Glumanda. Auch nochmal richtig viel. Ich glaube, wie gesagt, hier gibt es keine weiteren Mutanten mehr. Was ein bisschen schade ist. Ich habe wieder ein bisschen gesagt, habt ihr es gehört? Oh mein Gott, was ist da los? Ich mutiere langsam auch. Das ist schon irgendwie so ein komischer Säureregen. Egal. Gehen wir mal in die Höhle rein. Vielleicht gibt es ja auch nochmal Mutanten oder so. Mutanten-Kleinchen, das wäre es auch mal. Ja, aber hier gibt es wieder den Mutant Z3. Boah, wie gesagt, passt. Ich denke, beim nächsten Level-Up werde ich dann auch noch die Glumanda ein paar Sonderbonks geben. Dann haben wir auch schon ein schönes Glutexo. Da. Und das ist eine Fusion aus Geowatz, Vulpix und Quappo, glaube ich. Also die Füße sind, glaube ich, von Quappo, oder? Ich weiß gar nicht. Da, oder sind die Füße von Quappo? Wem gehören die Füße? Ich muss mal überlegen, wem könnten die Füße gehören? Leute, habt ihr eine Ahnung, wem die Füße gehören könnten? Knofensa? Nein, das sind doch keine Knofensa-Füße, oder? Oder? Wem gehören die Füße, Leute? Who's that feet? Oh, Mann. So, Sonderbon zum ersten. Super. Nein, kein Trank. Ich will die ganze Zeit runterscrollen. Oh, Sonderbon zum zweiten. Und Sonderbonbon zum dritten. Und das ist jetzt ein Glumanda, was sich entwickelt. Und ich denke, es wird dann aber ein Standard-Glumanda sein. Kein Glutexo, meine ich. Kein wirklich krasses Glutexo. Aber wir haben immerhin jetzt auch noch ein Feuer-Pokémon. Unser zweites Teammitglied. Und es ist Pokémon Feuer-Grüne Edition. Und den Feuerteil, den haben wir jetzt auch im Team. Ja, wo geht's jetzt hier raus? Vielleicht. Ach, ein neues Gebiet. Und wieder ein Sonderbonbon. Hey, haben wir ja nicht genug von. Und noch ein Übertrag. Hey. Aber wenn es ein neues Gebiet ist, dann könnte es hier in diesem neuen Gebiet eventuell auch neue Mutanten geben. Interesting thing. So, dann schauen wir uns ja auch mal um. Und, ah, ich wusste es, neuer Mutant. Mutant E2. Mit dem Ruf eines Taubos. Und es ist ein Visor mit Golbat-Flügeln. Was Ruckzuckkeeper kann. Also so ein Mischmasch aus beiden Pokémon. Also aus den Moves von beiden Pokémon. Aber generell nicht so einfach zu besiegen wie der Mutant noch was. Aber richtig krass, richtige X-Men hier. Was ist das für ein Haus? Gibt es auch mutierte Menschen? Oder was? Was ist das? Ich war einmal der Einzige, der Pokéball herstellen konnte. Aber dann kamen so reiche Säcke und haben eine Pokéball-Fabrik gleich südlich von hier gebaut. Kaum zu glauben, dass sie mir den Schlüssel der Fabrik gegeben haben. Aber sie, als sie vor Team Shocket geflohen sind. Du kannst sie gerne haben, wenn du die Pokéball, wenn die Pokéball-Baupläne aus der Fabrik holst. Wozu brauchst du denn die, brauchst du denn die Pläne? Sagtest du nicht, du wüsstest, wie man Pokéball herstellt? Oder Pokébälle herstellt? Ja, aber das sind nur Pokébälle. Superbälle sind zu hoch für mich. Stimmt, die kann man ja nicht aus Aprikoko herstellen. Aprikoko? Sollte ich denn aus Obst Pokébälle herstellen? Die Pokémon essen die Bälle doch eher auf, als dass sie sich damit fangen lassen. Mein Geld, den Fabrikschlüssel. Okay. Jetzt wissen wir wenigstens, wo wir lang müssen. Wir müssen jetzt gleich nämlich südlich entlang. Da haben wir einen PC. Box-System aufrufen. Können wir hier unsere Pokémon heilen? Das ist schon ziemlich geil. Nee, leider nicht. Aber wir können es ja auf die Casual-Methode machen. Also unsere Pokémon. Windows! Wow! Not bad! Aber wir können es ja auf die Casual-Methode, wollte ich gerade sagen. Aber Schillock lässt sich leider nicht ablegen. Ich habe nämlich diesen Trick immer mit der Box. Wenn ihr halt das Pokémon ablegt,
Ach, Mann, schade, dass sich Shilluk da streut. Aber so können wir wenigstens mal hier ein paar unserer Pokémon wenigstens heilen. Windows wird geschlossen. Bam, 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 bam. War sogar Windows XP, ne? Ja. Achtung, mutierte Pokémon. Okay, jetzt gibt es wahrscheinlich auch noch mutierte Pokémon auf hoher See. Eieiei. So, hier geht's Richtung Route 5. Müsste Route 105 sein. Nicht 105. Route 5. Aber wir wollen ja südlich in die Pokéballfabrik. So, was finden wir denn hier auf Wasser für mutierte Pokémon? Das wird mich jetzt gerade auch sehr interessieren. Vielleicht irgendwelche Tentara-Fusionen? Und das wird sein. Mutant X1. Das ist. Was ist das? Das ist ein Tentara mit Schimmel dran. Kann das sein? Ich weiß nicht. Aber es hatte den Ruf von Potrot. Das war der Potrot-Ruf. So, Superschall geht daneben, ist gut. Und bis. Und das reicht für ein K.O. 272 Erfahrungspunkte und Schutzschild. Nee. Nee, nicht für dieses Spiel. Hätte ich eventuell sogar drauf gehauen, aber nicht für dieses Spiel. Da brauchen wir, glaube ich, kein Schutzschild. So, jetzt kommt wieder der Mutant X1. Ja, der ist der Mutant X1. Wir hatten den Mutant C4. Wir hatten den Mutant. Was ist C4? Ich weiß nicht. Und Mutant E2. Ich glaube, das waren jetzt alle. So, das ist die Industriezone. Achtung, mutierte Pokémon. Ah, was. Aber das liegt bestimmt an dem Regen. Dass es hier mutierte Pokémon gibt. Richtig schlimm. Achtung, mutierte Pokémon. Ja, steht das jetzt überall? So, da geht's in den Industriepark. Okay. Leber, wir haben da, glaube ich, irgendwo ein Item vergessen. Ich muss auf jeden Fall noch zu Mega Groß City. Da habe ich irgendwas vergessen. Irgendwas ist da, was ich nicht geholt habe, laut einem Kommentar. Oder eines Kommentars. Top Genesung. Oder ist. Was ist das denn? Ach, da kommt Dampf raus. Ach so, ich dachte schon, was ist das? Mutierte Pokémon. Und das ist tatsächlich der richtige Weg gewesen. Hier geht es nämlich dann richtig in den Industriepark. Und hier gibt es wieder die Mutant E2. Aber mit dem Mutant E2 will ich mich nicht abgeben, weil er ein bisschen zäher ist als Mutant C4. Wow, und ich spreche die ganzen Pokémon jetzt mit Mutantentiteln ab. Und wir haben heute Windows gesehen. Wir haben heute Mutanten gesehen. Die richtige X-Men. Oder die X-Men der Pokémon-Spiele. So, das sind wieder mutierte Pokémon. Hier sehen wir richtige Industrie. Ist hier aktiv. Pokéballfabrik. Und drunter steht, nicht von Team Shocket übernommen. Ja, also ich glaube, Team Shocket ist gerne so eine Mannschaft, die Lügen verbreitet. So, aber hier geht es dann tatsächlich wohl doch rein. Oh, das ist natürlich uncool. Ach, wir haben jetzt einfach nur eine Runde gedreht. Okay, das wusste ich jetzt nicht, dass wir jetzt einfach nur eine Runde gedreht haben. Aber ohne groß drum herum zu gehen, würde ich sagen, lass uns doch einfach mal wirklich direkt in den Industriepark gehen. So, wir haben jetzt auch den Fabrikschlüssel und damit können wir rein. Teleporter. Oh, noch ein Teleporter. Und noch ein Teleporter. Und was ist das? Geheimgang? Nee, leider nicht. Ich würde sagen, dann gönnen wir uns doch einfach mal den Teleporter. So, oh, fuck. So viele Teleporter über Teleporter. Way too much Teleporter hier. Und versuchen wir also einfach mal mit Glutexo. Vielleicht kann Glutexo da irgendwas machen. Und nur weil ich dich daran hindere, hier lang zu gehen, ist es noch lange nicht der richtige Weg. Du solltest mir glauben und wieder umdrehen. Hinter dem nächsten Teleporter gibt es nichts. Du bist so ein Lügner. Richtiger Lügner. Anscheinend geht es hier dann tatsächlich doch lang. Wir haben Drachenwut drauf. Oh. Das ist ein Move, der richtig gut ist jetzt gerade. Boah, Drachenwut OP. Damit kann Glutexo hier einige K.O.s abstauben. Was mich sehr freut. Das nächste Pokémon, was reinkommt, ist Golbat. Und da muss ich raus auf mein Schillack. So, Schillack, komm mal rein. Und greif mal hier mit Surfer an. So, und du flinchst nicht, was sehr gut ist. 34 habe ich Schaden, aber wir müssen dich jetzt mit einem Supertrank heilen. Ne, das ist ein Hypertrank. Supertrank reicht für dich. Ja, bist zwar nicht auf Maximum, aber trotzdem, es reicht erstmal. Ich weiß es wirklich. So, ansonsten ist mir aufgefallen, dass sowas wie Routenschlag hier in dem Spiel sehr verheerend wirken kann. Ja, also wir haben ja gemerkt, wir waren bei 11, Glumanda war bei 11 Verteidigung, nach einem Routenschlag auf einmal bei 4. Sehr fatal. So, was geht ab? Nein, du bist nicht auf dem richtigen Weg, wenn du gegen uns kämpfen musst, hau ab! Ja, anscheinend ist das der richtige Weg. Aber ich würde sagen, Leute, das reicht für heute.
In der nächsten Episode machen wir weiter mit dieser stylischen oder mit der Pokéball-Fabrik. Hier mit einem schönen Pokéball-Protest. Wenn euch die Episode gefallen hat, gebt ihr mir auch einen Daumen hoch. Wir hatten heute Mutanten, wir hatten heute Windows XP und wir hatten heute, das war's. Säureregen, mutierender Säureregen, genau das hatten wir. Von daher, wenn euch die Episode gefallen hat, wie gesagt, gebt dem Video einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen und supporten. Ansonsten haut rein, macht's gut, bleibt schön, fruchtig und ciao, euer Regi.